Ja, ich fange mal im hohen Norden an, weil es relativ einfach, sage ich jetzt mal, ist hier oben die Rostock Seawolves, die längste Auswärtsfahrt für viele Mannschaften, die ich auch letztes Jahr mit Bonn hatte. Ich würde euch mal hier hin platzieren. Dann da fange ich mal mit meinem momentanen Verein an, im schönen Frankenland. Daneben befinden sich unsere Würzburger. Dann die Bayern befinden sich hier unten im Süden. Da nicht so weit davon entfernt noch die Ulmer. Die Dinger sind natürlich auch ein bisschen groß, weil da unten wird es jetzt ein bisschen kuschelig. Weil wir haben ja dann noch die Riesen am Start. Die Tübinger sind nämlich da auch noch. Eigentlich fast die Nachbarn von Ulm. Und die Heidelberger befinden sich auch noch hier im Prinzip hier irgendwo. Also sehr kuschelig hier unten. Ah, die Merlins habe ich natürlich auch noch vergessen. Die befinden sich eigentlich auch noch hier irgendwo. Also, ihr könnt mal ungefähr hier so die ganzen vier Mannschaften euch denken. Dann gehen wir mal weiter wieder oben. Die Oldenburger, auch ein ehemaliges Team von mir. Nicht davon weit entfernt, es sind die Rasterfechter. So ungefähr. Dann haben wir noch die Hamburger oben. So, schaut ganz gut aus. Dann die Göttinger und die Braunschweiger befinden sich relativ mittig in Deutschland, würde ich jetzt mal, ja, so ungefähr. Dann haben wir die Berliner noch hier oben. Ja, doch, passt schon ungefähr. Die Berliner hier oben und dann haben wir noch MBC und Chemnitz. Da würde ich jetzt mal ungefähr in diese Region einteilen. Genau. Ja, das hier wirklich ein bisschen kuschelig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So würde ich jetzt meine Deutschlandkarte aufstellen, was die Teams angeht. Ich hoffe, ich liege einigermaßen richtig. Die Objekte sind ja relativ groß, deswegen ist der Platz hier unten ein bisschen eng. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, ich bin schon zufrieden. So. Ich würde sagen, die Mehrzahl habe ich richtig.